Viele von euch haben wahrscheinlich verfolgt, dass gestern in Berlin das Gewerkschaftshaus geräumt wurde, auf Betreiben des DGB. Eine Ungeheuerlichkeit, wie wir auch finden. Und auch dort, dazu wollen wir uns gleich noch positionieren. Dort wird es gleich, haben wir auch etwas vorbereitet, gibt es eine Resolution, weil wir auch sagen, das ist einfach ein No-Go gewesen, ist eine unglaubliche Unverschämtheit, mit welchen bürokratischen Formalismen dort auch argumentiert wurde, so vorzugehen, von der Polizei räumen zu lassen, wo es auch Verletzte gab und es einfach ein unglaubliches Vorgehen ist. Aber das werden wir gleich noch im Anschluss machen. Also eins der positiven Beispiele, wie Gewerkschaft auch umgehen kann, ist das, was wir in Hamburg erlebt haben. Deswegen haben wir ja auch Peter Bremme eingeladen, der in Begleitung von Asuko Udo und von Friday oder Deutsch Freitag heute hierher gekommen ist, um uns zu berichten von der Lampedusa in Hamburg. Und ich bitte euch hier auf die Bühne und ihr habt das Wort. Ja, danke für den herzlichen Empfang hier. Ich wollte starten damit, ich mache ein kurzes Intro, dann ist es aber viel wichtiger, dass ihr Asuko und Friday hier nochmal das Gehör schenkt. Ich wollte sagen, wir drei haben vieles gemeinsam. Ich will drei Eigenschaften hervorholen. Wir kommen aus Hamburg, das ist nicht die wichtigste. Wir setzen uns alle für Rechte von Flüchtlingen ein und wir sind alle Gewerkschaftsmitglieder. Okay, mit Blick auf die Zeit und auf die aktuellen Ereignisse, ich will zwei Takte dazu sagen. Vor zwei Wochen war ein grün geführtes Bundesland Erfüllungsgehilfe bei einem weiteren Versuch der Großen Koalition, das Asylgesetz auszuhöhlen. In der letzten Woche schockierten Bilder aus einem Flüchtlingsheim in NRW die Republik, als ein Sicherheitsdienst sich in Guantanamo-Posen an Flüchtlingen verging. Perfiderweise ist ein Polizeibeamter im Nebenjob Geschäftsführer dieser Sicherheitsfirma. Heute, vor genau einem Jahr, starben 366 Kinder, Frauen und Männer, als ein Flüchtlingsboot vor der italienischen Insel Lampedusa sank. Zwar wurden 90.000 Menschen seit dieser Zeit gerettet, doch 3.000 Flüchtlinge sind seitdem elend im Meer ersoffen. Unsere Mitglieder Asuko Udo und Friday Imitola werden dazu direkt sprechen. Die waren in der letzten Woche in Lampedusa. In dieser Situation lässt der DGB Brandenburg im Einverständnis aller Einzelgewerkschaften von der Staatsgewalt das Gewerkschaftshaus von Überlebenden dieser Katastrophen und von der Bedrohung von Polizeigewalt räumen und führt allen Ernstes als Argument an, ich zitiere aus dieser Presseerklärung, die einwöchige Besetzung des DGB-Hauses hat viele Beschäftigte im Haus an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Die politische Arbeit konnte nicht mehr stattfinden. Das DGB-Haus, auch Sitz von IGBAU und Arbeit und Leben, wird zum großen Teil aus Beiträgen der Gewerkschaftsmitglieder finanziert und hat klar umrissene soziale und gewerkschaftspolitische Aufgaben. Flüchtlingshilfe gehört nicht dazu. Damit sind die Gewerkschaften überfordert. Dafür gibt es Organisationen wie Flüchtlingsrat oder Pro Asyl. Hier erklärt sich eine der größten dem Humanismus und der Solidarität verpflichteten gesellschaftlichen Organisationen, nämlich der DGB, Klammer auf, nur Brandenburg, für nicht zuständig gegenüber dem politisch verursachten Leid einer gesellschaftlich schwächsten Gruppe und wirft ihr vor, sie würde ihn an der Arbeit hindern. Das ist eine politische Bankrotterklärung, mitleidslos und mit vielen Initiativen des DGBs und anderer Initiativen von Gewerkschaften unvereinbar. Applaus
Als Fußnote sei noch bemerkt, dass das Motto des Geschäftsberichts von DGB Brandenburg heißt, die Solidarität ist die DNA der Gewerkschaftsbewegung. Okay, was wäre, wenn jetzt genau diese Menschen, nämlich Flüchtlinge, Migrantinnen, Mitglieder einer Gewerkschaft werden? Wir haben im letzten Sommer genau diesen Weg beschritten und haben in Hamburg 300 Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder der Gewerkschaft Verdi aufgenommen im Fachbereich besondere Dienstleistungen und damit ein mittleres politisches Erdbeben ausgelöst. Der Senat hatte Abschiebungen vorbereitet und Lampedusa-Flüchtlinge für illegal erklärt. Im Gegenzug dazu, und das war die tolle politische Botschaft, nimmt Verdi Flüchtlinge auf und macht eine Abschiebung unmöglich. Wir haben uns damit neben dem tollen Engagement der evangelischen und auch der katholischen Kirche als andere zivilgesellschaftliche Kraft in Hamburg dargestellt und konnten mitwirken, dass eine Bewegung entstanden ist, die zu einer großen Demonstration fast 15.000 Leute haben für Bleiberecht und für den Verbleiben von Flüchtlingen in Hamburg protestiert. Und das war ein toller Erfolg. Kurz noch in Richtung Gewerkschaften. Es ist möglich, all die schönen Worte der Antragstexte und Grundsatzprogramme auch umzusetzen. Es reicht 2013 nicht mehr aus, die Anliegen der Kernbelegschaft in das Zentrum gewerkschaftspolitischer Debatten zu stellen. Die neue Arbeitswelt braucht ein erweitertes Sichtfeld auf internationale Arbeitsbeziehungen und Flüchtlinge. Jetzt zwei Hamburger Spezifika. Die Nähe zu nur einer Regierungspartei ist nicht mit politischen Pluralität der Mitglieder vereinbar. Und ein sehr interner Blick, sei mir verziehen, dem autokratischen Führungsstil eines Landesleiters wurden Grenzen aufgezeigt. Das führte letztlich zu seinem Rücktritt. Okay, jetzt an euch. Öffnet die Gewerkschaftshäuser für Veranstaltungen und Selbstorganisationstreffen der Flüchtlinge, wie zum Beispiel wir es in Lampedusa in Hamburg gemacht haben. Vernetzt euch mit den Initiativen und macht Veranstaltungen dazu. Nehmt Flüchtlinge als Mitglieder auf. Falls das nicht geht, stellt Anträge, wie gewohnt, die eine Aufnahme von Flüchtlingen in Gewerkschaften ermöglichen und auch ihre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse dauerhaft absichern. Setzt euch dafür ein, dass Flüchtlinge, die in einem europäischen Land einen Aufenthaltstitel haben, und das ist eine interessante Debatte, verfolgt die bitte, und eine Arbeitserlaubnis haben, diese auch in einem anderen europäischen Land anerkannt ist. Das ist nicht so und das ist eine sehr tolle politische Forderung. Wenn wir die durchsetzen, wäre viel, viel geholfen. Und zum Schluss eine persönliche Bitte. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir auch Flüchtlinge in unserem Wohnumfeld aufgenommen haben. Ich wohne in einem Wohnprojekt, wir haben das getan und das hat sehr, sehr viel bewegt in unseren eigenen Köpfen, in unserem Umfeld und ich rufe euch dazu auf, macht das Gleiche. Und nun das Wort Asuku Udo und Frida Imitola, die Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Dankeschön. Can you bring this? Okay. Moi, moi. Mein Name ist Asuku Udo, the speaker, Group Lampedusa in Hamburg. Mein Name ist Asuku Udo und ich bin der Sprecher der Lampedusa-Gruppe in Hamburg. Well, I want to say I'm overwhelmed by the crowd of people I'm facing this moment. Ich bin überwältigt von
all den bunten Leuten, die mir gegenüber sitzen in diesem Moment? Well, the struggle continues, irrespective of the challenges, the critics and whatever facing us as refugees. Der Kampf geht weiter. You have to repeat that. I didn't understand it. Well, forget it. If you can. I'm a refugee. I am a refugee. What I want to say is that don't mind a picker's cloth on me, but consider my situation as a refugee. Ich bin ein Flüchtling und ich rufe euch auf, meine Situation als Flüchtling zur Kenntnis zu nehmen. And I want to speak on behalf of the group La Palusa in Hamburg. Ich spreche für die Gruppe der Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg. First and foremost, I want to say we are very proud to be members of this family union called Verdi or Trade Union. Als erstes möchte ich sagen, dass ich sehr stolz bin, dass wir Mitglieder der Gewerkschaftsfamilie Verdi sind. If you are a member of family or your profession, there is something inside you that makes you a proud of that. I mean, if you are a member of a family, your profession, or a group of people, then there is something that makes you to be proud of it. Wenn ihr Mitglied einer Familie oder eines Berufsstandes seid oder einer Gewerkschaft, dann ist das etwas, worauf ihr stolz sein könnt. What I'm saying this is that the trade union have made us proud in order to take us out there, publicize and make us to be known to the public, because they carefully taking care, looking at us, the potentials in the group La Palusa in Hamburg. Die Gewerkschaften haben uns stolz gemacht, weil sie haben uns rausgebracht. Sie haben dafür gesorgt, dass wir wahrgenommen werden und dass die Potenziale, die in der Gruppe von Lampedusa liegen, dass die deutlich geworden sind und rausgekommen sind. And they become pillars of the group La Palusa in Hamburg as well. Und das sind sagen Stützen der Gruppe der Lampedusa geworden. They have done enough. Sie haben genug getan. Though more are still needed to be done. Aber es muss noch mehr getan werden. Es muss, ja. Because our right has been stolen from us, right from Hamburg or from Italy as well. Denn unsere Rechte sind uns genommen worden. Die Rechte sind uns von Hamburg oder aus Italien genommen worden. Irrespective of all challenges, criticism, intimidation of how they brought us into a trade union, but never mind, they remain stronger and stronger, as most of the respective speakers have spoken about it. I'm saying that. okay. Well, I'm saying that the trade union have done enough. Die Gewerkschaft hat viel getan. Despite all challenges and intimidation of members of the trade union in Hamburg. Hat viel getan, dass die Mitglieder aktiv werden. Ich versuche es mal zu kurz. And most of them have make it stronger and stronger as a union that cannot be shaken. Und hat die Mitglieder stärker und stärker gemacht. However, we are still struggling to survive. Wir sind aber weiterhin in unserem Kampf zu überleben. In the street of Hamburg. In den Straßen von Hamburg. Without people of no future. Mit Leuten, die keine große Zukunft vor sich sehen. And I want to make it clear, because I won't have time to explain more and more deeper of what we are going through day by day. Und es gibt nicht jetzt viel Zeit, das ganz in der Tiefe darzustellen. But what I want to tell you this afternoon is all about our right for work and working permit as well. Und es geht aber ganz viel um Arbeitsrechte, hier zu bleiben und Möglichkeiten, Arbeit aufzunehmen. And we don't want to depend on solidarity or charitable work to support us. No, we need to be working to support ourselves and regain our losses back. Kurz, wir wollen nicht auf Almosen angewiesen sein, auf staatliche Gelder. Wir wollen unseren Lebensunterhalt selber verdienen. When we succeeded by establishing political symbol and political demands in Hamburg,
Then we turned the face of Hamburg upside down. And up to today, the group remained the most powerful and also famous group in Hamburg. Ja, und wenn wir auf diesem Weg weiter voranschreiten, werden wir es schaffen, dass diese bekannte, auch berühmte Gruppe weiterhin Erfolg haben wird. And this make up the trade union to come unto us to say, I've seen something in you. You need to work, you need to live here, and you need to be part of the society. And we are integrated into Hamburg society by the trade union. Und die Gewerkschaft kann dazu einen großartigen Beitrag leisten, indem sie nämlich uns mit dazu befähigt, in dieser Gesellschaft anzukommen und integriert zu werden. And I want to also remind you that we have laid the foundation there in Hamburg and beyond, and you are the pillar of this group and other refugees in general. Jetzt muss ich kurz überlegen. Can I say it? Ja, gut, sehr schön, danke. So, this is a starting point anyway. They have started, they have laid also a good example for others to follow. Gut, und ich glaube, wir haben etwas dargestellt, was andere nachahmen können, und wir würden uns freuen, wenn ihr das tun könntet. And it become a great success to the group Lampalooza in Hamburg. Ja, und es wird ein großer Erfolg werden. It's become a success to the group Lampalooza in Hamburg. Success. Erfolg. So I want also to remind you that we demands remain unchanged. Unsere Forderungen für eine Änderung der Situation kommen jetzt. We need group solution. Wir wollen als Gruppe anerkannt werden. We need working permit. Wir brauchen Arbeitserlaubnisse. We need a right to behave and to go to school and learn Dutch language, but that right have been denied from us. Wir wollen medizinische Unterstützung, wir wollen die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten, und wir wollen auch, dass unsere Kinder hier ausgebildet werden. And we don't need social money to be paid to us and kill our future and our skills. Wir brauchen kein Geld vom Staat, wir wollen unsere Möglichkeiten selber einsetzen und Geld verdienen. We don't want to depend on solidarity, as I said. Wir wollen nicht davon abhängig sein von diesen unterstützenden Maßnahmen. We need our future back to rebuild our losses, what we have lost when we were facing war in Libya. Ja. Wir wollen das, was wir in Libyen uns erarbeitet haben, was wir verloren haben, hier zurückgewinnen. And I always like to say that you can make something different. And I always like to say that the law was made for man and not man was made for law. Therefore, law can be changed and abolished. Okay, die zentrale Botschaft heißt, die Sie auch erfahren haben, dass das Gesetz nicht für den Menschen gemacht wurde, sondern dass der Mensch für das Gesetz gemacht wurde, und dass man es deswegen auch ändern kann, und daran lasst uns arbeiten. And for the time factor, please, the group Lampalooza in Hamburg have been able to bring out Emancipation Day on the 10th of this month and also 11th of this month. So be part of this Emancipation Day, because we want to talk about war, migration and democracy, and this is what we are into. So we call you to be part of it. Thank you very much. Danke schön. Nächstes Wochenende gibt es die selbstorganisierten Emancipation Days. Ich weiß alle, ihr seid sehr kongresssüchtig. Kommt vorbei, in Hamburg am Freitag startet es.
Gott.